Rastlose Zeiten, alles fließt, Tag ein, Tag aus. Größer, schneller, weiter, die Geräusche des Lebens werden lauter. Hatten Sie schon einmal den Wunsch, die Zeit für einen Moment anzuhalten? Das Tempo steigt, die Gewissheiten bröckeln, alles ist in Bewegung. Was aber bleibt? Ja, es wird viel von Globalisierung gesprochen, von zwangsläufigen Wirtschaftsprozessen. Die Konzentration macht auch vor dem Biermarkt nicht Halt. Es ist immer dasselbe Spiel. Aber da machen wir nicht mit. Wir bleiben unabhängig. Schließlich haben wir als Privatbrauerei eine Verpflichtung den Menschen gegenüber und dem Land, in dem wir leben. Alles, was wir tun, tun wir mit Hingabe. Das hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Barre. Ein Markenzeichen für die besonderen Momente. Momente, die das Leben lebenswert machen. Die Menschen im Barreland wissen es zu schätzen. Meist sind es die kleinen Dinge, die so bedeutsam sind. Die Zeit, die wir uns nehmen. Die Geborgenheit, die wir geben. Das Vertrauen, das wir haben. Ein fester Halt. Ein gutes Gefühl. Willkommen zu sein. Füreinander da zu sein. Die bedingungslose Wertschätzung des Miteinanders. Wann haben Sie das Gefühl, endlich angekommen zu sein? Wir haben es tagtäglich. Nicht nur in den Straßen unserer Stadt, sondern überall dort, wo wir auf Menschen treffen, die noch Zeit übrig haben, für das Wesentliche, für die besonderen Dinge im Leben, für die Einzigartigkeit des Augenblicks. Seid mir wohl gegrüßet. Ich, Gambrinus, Schutzpatron der Bierbrauer, vertrete wohl mit Leidenschaft die älteste Pilzbrauerei Norddeutschlands. In unserer unabhängigen Privatbrauerei wird Tradition noch gelebt. Die sieht man auch an unserem Pferdegespann, mit dem bis heute noch unser Bier ausgeliefert wird. Also ich kenne diese Kutsche schon, da war ich so klein. Ich finde die Pferde der Kutsche schön, übrigens. Die haben so richtig ordentliche Stampfer. Ich hatte in meinem Poesiealbum schon stehen, Barre bereut dein Herz erfreut. Da konnte ich als Kind immer gar nichts mit anfangen, aber als ich das erste Mal mein erstes Barre getrunken habe, wusste ich, was das bedeutet. Barre-Bier ist hat eine Eigenart an sich, das ist was ganz Besonderes. Bei uns im Freundeskreis, oder wo wir jetzt seit Jahren eigentlich nur Barre-Bier getrunken. Das Barre-Lemon, das trinke ich total gerne. Also ich liebe die Fassbrause. Ich finde die Fassbrause super, wenn man mal Fahrer ist und man möchte trotzdem was Bieriges trinken. Da trinke ich gerne die Fassbrause. Ja, genau. Hat Barre sich was richtig Gutes einfallen lassen. Für uns Frauen. Barre ist für mich ein Name, der für sich spricht. Ein Name, der für sich spricht. Menschen, die unsere Biere bevorzugen. Kann es für eine Brauerei ein schöneres Kompliment geben? Genau darauf sind wir stolz. Generationen haben daran gearbeitet, Vertrauen und Identität aufgebaut, eine Bierkultur geschaffen, die auf echter Tradition gründet. Unermüdlicher Einsatz für höchste Qualität, für die Vielfalt regionaler Bierspezialitäten. Eine Leidenschaft,
die von Generation zu Generation weiter vererbt wird. Ein Bier, das auf den Dampfern des norddeutschen Lloyd die Menschen sogar bis nach Südamerika begleitete. Bei uns hat die Geschichte einen festen Platz. Sie ist es wert, gezeigt zu werden. Ihr haben wir ein Museum gewidmet. Wir nennen es Barres Brauwelt. Hier blicken wir zurück auf mehr als anderthalb Jahrhunderte deutsche Braukunst. Auf die älteste Pilzbrauerei Norddeutschlands. Auf ein Lübecker Familienunternehmen. Gegründet 1842 durch Ernst Johann Barre und bis heute Inhaber geführt. Hier, in den Gewölben unseres alten Gär- und Lagerkellers, wird die technische Entwicklung des Bierbrauens erlebbar. Hier erzählen die liebevoll restaurierten Werkzeuge und Brauereimaschinen die Geschichte der Privatbrauerei Barre. Eine Geschichte, die mit harter Arbeit und leidenschaftlicher Hingabe gefüllt ist. Die uns stolz macht auf das, was wir geschaffen haben. Ein Bier, das zum Besten gehört, was deutsche Braukunst hervorgebracht hat. Mittlerweile befinden wir uns mit Christoph Barre in der sechsten Generation, sind eine Privatbrauerei geblieben, haben uns die Leidenschaft bewahrt. Ja, wir sind ein Teil dieser Geschichte. Es ist unsere Aufgabe, sie erfolgreich fortzuschreiben. Zusammen mit den Menschen, die Wert legen auf eine ehrliche Marke. Auf ein Bier, das für Lebensfreude und Heimatverbundenheit steht. Das Tradition mit Modernität verbindet, Geschmack verkörpert und Charakter beweist. Wir sind dankbar für all die schönen Momente, die wir gemeinsam erleben. Für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird. Und wir wissen um unsere Verantwortung. Unternehmertum heißt Engagement. Als Arbeitgeber und Ausbilder, als Nachwuchsförderer und Geschäftspartner. Auf kultureller und sozialer Ebene. Ebenso wie beim Breiten- und Spitzensport. Wir sind dabei. Werte verbinden. Gemeinschaft macht stark. Es gibt Momente im Leben, da scheint alles zu stimmen. Da braucht es nicht viel. Es sind die besonderen Momente. Momente, die wie geschaffen sind, die Zeit anzuhalten. Da sitzt man an der Quelle seiner Kraft. Mit Freunden zusammen. Und man weiß, es ist ein bleibender Moment. Nichts dem Zufall überlassen. Ein verlässlicher Partner sein. Verantwortung übernehmen. Einsatz für das Beste, was wir zu bieten haben. Deswegen auch unser kompromissloses Bekenntnis zur Qualität. Deswegen auch unsere Standhaftigkeit, unser Beharren auf Unabhängigkeit. Der Erfolg gibt uns recht. Auch, weil wir die entscheidenden Fragen stellen. Was macht eigentlich ein Bier zu einem Spitzenbier, einem Barre-Bier? Sind es die Menschen, die ihr Handwerk verstehen?
Ist es modernste Technologie? Sind es die ausgewählten Zutaten? Der erlesene Hopfen? Das feine Malz? Die Hefe aus eigener Züchtung? Oder ist es vielleicht das kristallklare Wasser, das unseren Wiehengebirgsquellen entspringt? Wir glauben, es ist all das und noch viel mehr. Der Anspruch, unverwechselbar zu sein, die Leidenschaft, Einzigartiges zu schaffen, unsere Liebe zum Bier, für die besonderen Momente im Leben. Momente, die bleiben. Auch wenn die Welt immer schnelllebiger zu werden scheint, die Privatbrauerei Barre ist fest verankert. Denn Bier braucht Heimat. Unsere Heimat ist das Barreland. Hier konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Auf unsere Stärke, auf unsere Leidenschaft, auf die Qualität unserer Biere. Ein Ziel treibt uns täglich zu Höchstleistungen an. Das Brauen von Spitzenbieren für die Menschen im Barreland.